Hallo ihr Lieben, ich bin die Marion und ich freue mich sehr, dass ihr mich heute wieder in meinem Bastelstübchen besuchen kommt. Heute gibt es für euch diese kleine Box mit Häschen. Die ist hergestellt aus dem Kartensortiment Erinnerungen und mehr aus dem aktuellen Frühlingskatalog von Stampin' Up. Seite 24 findet ihr dieses Set. Die Karten sind wie Designerpapier mit zwei verschiedenen Seiten gestaltet. Bei diesem Set in den Farben Schwarz-Weiß und Puderrosa gehalten und durch das Blütenmotiv wirken die Karten wunderschön verspielt und ja, wenn man so ein süßes Häschen drauf macht wie hier aus dem Stempelset A Good Day, dann ist das, finde ich, ein wirklich schönes, kleines, feines Ostergeschenk für einen lieben Menschen. Da passen rein hier so zwei Pralines oder natürlich könnt ihr da Ostereier reinpacken, ganz klar. Die Box ist zwar klein, aber man kann doch richtig was drin verstauen. Wir legen gleich mal los. Eine Karte muss ich mir jetzt aussuchen. Ich nehme mal die mit der Blüte. Dann habe ich natürlich wieder einen Falzplan für euch. Und das Ausgangsmaß, so eine Karte hat die Länge 15,2 cm, die Breite ist 10 cm. Ich schneide jetzt noch ein ganz kleines Streifchen ab, damit ich auf 15 cm Länge komme. Dazu nehme ich die Papierschneidemaschine und den dunkelgrauen Einsatz, lege bei 15 cm an und schneide diesen feinen 2 mm Streifen weg. Dann geht's ans Falzen. Ich erkläre euch ganz kurz das Prinzip dieser Box. Ihr braucht 5 gleichmäßig breite Streifen, die ihr euch zurechtfalzt. Deshalb bei 15 cm ganz leicht zu rechnen, 15 durch 5 heißt, ich muss immer jeweils bei 3 cm in der ganzen Länge dieser Karte durchfalzen. 3, 6, 9 und 12. Und die gleichen 3 cm, die ich hier jeweils als Abstand habe, brauche ich jetzt auch der Länge nach nochmal rechts und links. Einmal hier 3 cm und auf der gegenüberliegenden Seite 3 cm. Mit diesem Prinzip könnt ihr euch aus jedem x-beliebigen Stück Papier so eine Box mit Deckel basteln. Wichtig, einfach nur die lange Seite durch 5 teilen, dann wisst ihr, wie breit eure Streifen sein müssen und diese Breite dann auch noch einmal jeweils rechts und links der ganzen Länge nach falzen. Dann habt ihr hier an der Seite wie so ein Quadrat und dadurch, dass ihr keine Klebelaschen oder sowas mit berücksichtigen müsst, ist so eine Box auch sehr, sehr schnell berechnet und man kann eigentlich fast nichts falsch machen. Die Grundfläche seht ihr auch hier schon. Das ist also dann jeweils die Grundfläche von eurer Box. Den Falzplan, den habe ich nachher wieder für euch auf meinem Blog bereitgestellt. Dann könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen. So, jetzt habe ich ja alles gefalzt. Jetzt gehe ich die Falze nochmal nach. Ihr seht auch hier wieder den schönen doppelseitigen Druck, was jedes Designerpapier und auch diese Memories and More Karten von Stampin' Up immer haben. Und ich schneide jetzt die Seitenteile bis zur Kreuzung hinein. Das mache ich auf beiden Seiten. Und dann kennzeichne ich mir schon mal meine Vorderseite. Das hier möchte ich vorne als diese Verschlusslasche haben quasi, indem ich mir hier schon mal diesen Eingriff mit einer kleinen Kreisstanze einarbeite. Das ist in meinem Fall die 3/4 Zoll Kreisstanze. Hier so Pi mal Daumen vorne in die Mitte, einfach nur so ganz schmal einen kleinen Eingriff reinknipsen. So, das, was nachher außen sein soll bei eurer Box, das Motiv, das legt ihr jetzt einfach mal auf den Rücken und klappt dann
jede zweite von diesen Laschen nach innen um. Und das ist also nachher hier meine Front. Die beiden mittleren von diesen 5 gestreiften Laschen, sage ich jetzt mal, klappe ich nach innen um. Und die anderen werden jetzt mit Kleber bestrichen. Ich fange mal hinten an. Ich arbeite gern mit dem Flinkfix. Erstens, weil, wie der Name schon sagt, es ganz flink aufgetragen ist. Zum Zweiten, man keine klebrigen Finger bekommt. Und zum Dritten, es auch wirklich ein starker Klebstoff ist. So, die vorderste Lasche lasse ich mir mal noch übrig. Die anderen habe ich jetzt beklebt. Und jetzt lege ich einfach hier im 90-Grad-Winkel die Klebelaschen übereinander, sodass langsam der Boxenkorpus entsteht. Dann kontrolliere ich immer gerne, ob irgendwo was übersteht. Ich bin so der klassische Bastler. Was übersteht, kommt weg. Klappt meistens hervorragend. Deswegen gebe ich diesen Tipp auch immer weiter, wenn es irgendwo mal mit dem 90-Grad-Winkel nicht richtig hingehauen hat. Nicht verzweifeln. Geht mal mit der Schere drüber. So. Jetzt habe ich noch diese beiden Laschen übrig und das wird jetzt mein Deckel. Die beiden streiche ich mit Kleber ein, in dem Fall mit meinem Flinkfix. Und den Deckel modelliere ich jetzt um die Box herum, damit er auch wirklich schön sitzt. Also ich klappe erst die Laschen, die keinen Klebstoff haben, rum, dann klappe ich die Front um und dann lege ich die Laschen mit dem Klebstoff schön um die Box herum und streiche das fest. Jetzt habe ich einen 100% maßgeschneiderten Deckel für diese Box, der sich auch bequem öffnen und schließen lässt. Und auch hier gucke ich mir das Ganze nochmal an. Steht was über, gehe ich mit der Schere nochmal drüber, schneide das gerade, hier passt's. Auch hier. Das ist übrigens jetzt kein Messfehler von euch oder dass ihr schlampig gearbeitet habt. Nee, das ist völlig klar, dass hier irgendwas nicht passen kann, weil ihr die Boxendeckel ja um das bereits dicker gewordene Innenleben der Box herum modelliert habt. Das könnt ihr hier, wenn ihr das so haltet, ganz gut sehen. Das kann also von Natur aus nicht richtig sitzen. Deswegen müssen wir den Deckel drumherum modellieren. Und wenn dann irgendwas blöd aussieht und ihr irgendwo absteht, wie hier, dann schneiden wir das einfach ab und passen das ein bisschen an. Und wenn ich das rundum schick geschnitten habe, dann mache ich noch Folgendes. Ich runde mir noch ein bisschen die Ecken hier hinten ab. Das sieht ein bisschen weicher aus und die Box schließt auch nicht so hakelig, wenn da die Ecken weg sind. Ich nehme nochmal die Kreisstanze, mit der ich vorhin den Eingriff gemacht habe. Lege die Ecken hier in den Kreis ein und zwicke die ab. Klar, dass es keine wunderschön modellierte Ecke wird wie ein Eckenabrunder, aber es geht mit dieser Kreisstanze ganz genauso und erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. So, fertig ist die kleine Box. Und die bekommt jetzt noch so ein schönes, niedliches, kleines Häschen verpasst. Das Häschen stammt aus meinem persönlichen Osterset der Saison 2018. Das ist Good Day, auch aus dem aktuellen Frühjahrs-Sommer-Katalog von Stampin' Up. Und ihr habt hier so einige Sachen drin, die gut zum Ostern passen. Also nicht nur der Hase, sondern ich finde auch das kleine Reh hier total schön oder die Frühlingslandschaft, das Vögelchen und dann, wenn der Sommer losgeht, natürlich das Eis und der Cocktail. Also mit diesem Set seid ihr eigentlich immer gut beraten. Und das absolut Geniale, die Motive passen auf unsere neuen Wellenkreisstanzen, die ihr auch im Katalog findet, auf der gleichen Seite wie das Stempelset und die benutzen wir jetzt natürlich auch. Als erstes stempeln wir unser Häschen. Das habe ich hier schon auf den Acrylblock aufgezogen. Und zwar stempel ich das mit der Anthrazitgrauen Archivtinte, die ja bekanntlich wasserfest ist, weil ich möchte das Häschen gerne mit dem Wassertankpinsel noch ein bisschen kolorieren. Und zum Kolorieren nehme ich am liebsten das Seidenglanzpapier. Das ist weiß, aber etwas fester als unser flüsterweißer Farbkarton.
Und wenn ich nachher mit dem Wassertankpinsel dran gehe, dann rubbelt sich die Oberflächenstruktur von diesem Papier nicht auf und ich kann wunderbar wie auf einem Aquarellpapier mit meinem Wassertankpinsel arbeiten. Bevor ich das Häschen ausstanze, bringe ich erst die Farbe auf. Im Moment kann ich das Papier noch richtig schön festhalten. Ausmalen werde ich es mit Schiefergrau. Ich drücke ein bisschen auf mein Stempelkissen drauf und habe dann hier in der Schale vom Deckel Farbe, die ich mit dem Wassertankpinsel aufnehmen kann und mein Häschen einfach ein bisschen ausmalen. Um mit dem Wassertankpinsel zu arbeiten, muss man kein Profi sein. Also ich bin selber kein Profi. Vom Kolorieren habe ich überhaupt keine Ahnung. In Aquarellmalerei in der Schule habe ich kläglich versagt. Aber ich muss euch sagen, mit dem Wassertankpinsel macht es mir total viel Spaß und ich habe noch nie was produziert, wo ich sage, um Gottes Willen, also das muss jetzt aber ganz schnell im Papierkorb. Nee, also ich habe immer nur gute Ergebnisse erzielt und ja, so wie ich es mache, ist es halt auch richtig. Ich definiere das dann auch einfach so. So, ein bisschen rosa noch, das Puderrosa. So ein Häschen braucht ja rote Ohren. Und ein rotes Näschen. Und dann hat das niedliche Motiv hier ja auch noch so eine große Schleife um. Die mache ich auch noch in rosa. Und die Nase kriegt auch noch einen roten Tipp. So. Ich lasse mal einen kleinen Moment trocknen. Und gehe derweil an die Kreise, die ich sonst noch so zum Verzieren verwendet habe. Natürlich bleibe ich bei dem Puderrosa mit der großen Wellenkreisstanze. Das ist die 1/3/8. Dann habe ich noch ein bisschen dazwischen eine Lage, ein Viertelkreis. Und das Häschen habe ich dann schlussendlich mit der kleinen Wellenkreisstanze 1/1 ausgestanzt. Das passt nämlich genau hier drauf. Wie gesagt, das Stempelset ist konzipiert für diese Wellenkreisstanzen und deswegen passt das auch wunderbar. Die erste Lage, Hase auf Anthrazit, habe ich mit Tombow direkt aufgeklebt. Und dann erst die Dimensionals ausgepackt und die nächste Lage mit Dimensional aufgeklebt. Mir persönlich wird es nämlich sonst zu hoch. Wenn ich alle Lagen mit Dimensionals arbeite, dann habe ich hier einen richtigen, so einen Tortenturm und das, irgendwann gefällt mir das dann auch nochmal. Deswegen habe ich die erste Lage direkt aufgeklebt und das klebe ich jetzt auf den Deckel. Mittig auf und fülle mein Büchsli mit Pralinen. Wenn ihr die so zusammenlegt, passen die entweder so oder so wunderbar rein. Natürlich auch äquivalent. Ne? Ihr kennt die ja. Die haben ja alle die gleichen Maße und passen deswegen alle. So, hier sind meine kleinen Boxen. Von diesen Blättern habt ihr genug drin in dem Kartenset, Erinnerungen und mehr. Da könnt ihr Boxen bauen, bis ihr umfallt. Und da alle das gleiche Farbschema haben, könnt ihr wirklich in die Serienproduktion gehen und könnt alle glücklich machen, die euch zu Ostern über den Weg laufen. Schaut nachher nochmal auf dem Blog, da findet ihr die Falzanleitung. Und natürlich könnt ihr wie immer alle Materialien, die ihr gesehen habt, jetzt bei mir bestellen. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Und dann könnt ihr selber kreativ loslegen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, eure Marion. Tschüss.